Hallo, liebe Chorkinder. Ja, heute bin ich mal draußen und singe mit euch draußen. Ja, wir machen uns erst ein bisschen warm. Einmal die Schultern nach hinten. Sehr schön. Schultern an die Ohren. Und fallen lassen. Auf P. Nochmal. Zweimal noch. Und nochmal. Sehr gut. Jetzt schüttelt euch. Bitte stellt euch hin. Setzt euch nicht hin. Stellt euch hin. Sonst können wir nicht gut singen. Gut. Einmal das Gesicht abklopfen. Einmal hier abklopfen. Einmal hier abklopfen. Auch die Beine abklopfen. Sehr gut. Hinten. Den Rücken, wo ihr drankommt. Den Popo. Super. Wir. Könnt ihr kurz Lippenflattern machen? Ihr einmal. Ja. Ich mache nochmal eine Schlaufe. Ihr. Und ein letztes Mal. Ihr. Sehr schön. Ja, wir singen direkt Mama schneller. Okay? Einmal zusammen, dann beginne ich oder ihr. Und dann machen wir es. Also einmal zusammen und dann im Kanon. Ja? Damit ihr das mit dem Kanon singen nicht vergesst, solange wir uns gar nicht sehen. Los geht's! Es ist nicht so laut, aber egal. Mama schneller, Mama schneller, Mama ein bisschen flott. Immer Tempo, trödel dich, mein Gott. Kleiner Tipp am Rande, sagt mir mein Verstande. Mach keinen Stress, Mann, sonst kommt die Pest an. Tempo, trödel nicht, mein Gott. Kleiner Tipp am Rande, sag mir mein Verstande. Mach keinen Stress, Mann, sonst kommt die Pest an. Mach mal Hoffnung oder den Abgang. Ich setz ein. Mama schneller, Mama ein bisschen flott. Immer Tempo, trödel ich, mein Gott. Kleiner Tipp am Rande, sagt mir mein Verstand. Mach keinen Stress, Mann, sonst kommt die Pest an. Das war's schon. Das war ein bisschen kurz. Aber es reicht zum Warmwerden. So, jetzt machen wir direkt Halleluja. Ne? Halleluja, wisst ihr noch? Das haben wir vor den Ferien gemacht. Das ist ein Kanon. Wir machen es nochmal zweimal gemeinsam durch. Und dann habe ich es als Kanon aufgenommen. Vielleicht hört ihr das, ja? Probieren wir mal zusammen.
Habt ihr es schon hingekriegt? Wenn nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Habt ihr einfach mit mir mitgemacht. Kein Problem. Ist ja erst das zweite Mal, dass wir es gesungen haben. Es ist sehr hoch, das weiß ich. Das war jetzt ein bisschen tiefer, die Version. Ihr wisst noch die Übung, ne? Dass man hier übt, dass man den Mund immer locker lässt. Aber es soll hauptsächlich soll es euch Spaß machen. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Dieses Lied singen auch die ersten Zweitklässler, die Dritt- und Viertklässler auch. Ein neues Lied, vielleicht kennt es eure Eltern sogar. Also, ich mache es kurz im Vor- und Nachmachen und dann machen wir es direkt mit Gesang. Ihr seid wahrscheinlich richtig super schnell hin. Ich fange an. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. 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 Es spiele der Hirte, es spiele der Hirte auf seiner Schalmei, auf seiner Schalmei. Schalmei, ja, ist ein altes Instrument, das gibt's gar nicht, aber macht mal wie so eine Geige, ne? Das ist so ähnlich gewesen. Es spiele der Hirte auf seiner Schalmei, es spiele der Hirte auf seiner Schalmei. Merkt ihr, da sind immer so Dinger drin, so. Ich mach's nochmal. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spiele der Hirte, es spiele der Hirte. Gut. Auf seiner Schalmei, auf seiner Schalmei. Gut. Und jetzt der zweite Teil. Moment. La 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 la. So nach oben, nach unten. Nochmal zusammen. La 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 la. Wer es schafft, ohne zu atmen, durch. Ich mach's nochmal vor. La 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 la. Ihr? La 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 la. Ich? La 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 la. Zweiten Teil kriege ich immer nicht so gut hin, nur wenn ich den ganzen Teil mache. Das klappt nämlich besser. Ich mache es einmal komplett und ihr auch komplett. La 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 la. Ihr. La 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 la. Seht ihr? Ich mache die Bewegung ist groß, mittel, kleiner und einfach wie eine Welle ausschwingen nach hinten. Gut. Jetzt machen wir es direkt mit Musik. Ich singe immer vor, ihr singt nach. Es spiele der Hirte
spiele der Hirte auf seiner Schalmei. Das war's. Sehr schön. Ach, noch mal. Noch mal leise. Jetzt ist wirklich zu Ende. Ich habe es dreimal aufgenommen. Das hatte ich vergessen. Gut, also, ihr kennt es bestimmt schon gut. Nächste Woche machen wir weiter. Auch das ist ein Kanon. Ich hoffe, euch gefällt das Lied. Ich mag es wirklich sehr gerne. Ich habe es früher wirklich sehr gerne gesungen in der Schule. So, es geht weiter mit dem bekannten Lied Un Poquito Cantas. Das könnt ihr, glaube ich, auswendig. Ich hoffe, die Drittklässler wissen es auch noch. Wir singen es einfach gemeinsam. Ich mache nochmal die Bewegung mit, falls ihr die vergessen habt. Erst kommt der, ne? Ah ne, erst kommt der. Und un poquito cantas, un poquito bailas, un poquito leilola, como un canario, leilola, 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 leilola. Zurück. Ja, jetzt kommt ein neues Lied. Das ist ein weiteres, würden wir sagen, wie Friedenslied. So ein bisschen passt das zu dem anderen Lied, Meine Stimme gegen Rassismus. Da würde ich ganz gerne, ich habe den Text ausgedruckt und ich lese es einmal mit euch durch. Weil ich finde, man kommt da schnell durcheinander. Also da steht, nach dieser Erde wäre gar keine, die eines Menschen Wohnung wäre. Ist ein bisschen kompliziert geschrieben, ne? Dann weiter. Darum Menschen achtet und trachtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt? Ne? Also es geht darum, wenn die Erde kaputt ist, dann gibt es für die Menschen keine Wohnung mehr. Ne? Darum sollen die Menschen aufpassen und sich darum kümmern, dass die Erde am Leben bleibt. Weil was bringt die Erde, wenn sie um die Sonne rumkreist, alleine und da gar kein Leben mehr drauf sein kann? Das ist so ungefähr das, worum es geht. Ne? Also es ist wieder sowas, wo wir singen, wir möchten und wir müssen uns alle drum kümmern und wir und ihr müsst euch auch drum kümmern. Okay, gut. Ich mache es wieder mit Call Response. Ich lege das mal kurz zur Seite. Also, ich würde vorschlagen, nach dieser Erde, also, machen wir so. Also, nach dieser Erde.
ihr. Auf dieser Erde, wäre da keine, Nach dieser Erde wäre da keine, ihr. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär, die eines Menschen Wohnung wär. Nochmal von vorne. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär, ihr. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Darum Menschen achtet, ihr. Darum Menschen achtet und trachtet und trachtet. Darum Menschen achtet und trachtet, ihr. Darum Menschen achtet und trachtet, dass sie es bleibt, Ich weiß noch nicht ganz genau die Bewegung. Ändert sich vielleicht noch ein bisschen. Darum Menschen achtet und trachtet, dass sie es bleibt. Darum Menschen achtet und trachtet, dass sie es bleibt. Das bleibt, machen wir auf jeden Fall so. Und dann? Wem denn wäre sie ein Denkmal? Wem denn wäre sie ein Denkmal? Nochmal zusammen. Wem denn wäre sie ein Denkmal? Nochmal. Wem denn wäre sie ein Denkmal? Wenn sie still die Sonne umkreist. Wenn sie still die Sonne umkreist. Nochmal die Bewegung. Gesang kommt gleich. Also. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Ihr. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Darum Menschen achtet und trachtet, dass sie es bleibt. Darum Menschen achtet und trachtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, ihr? Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umkreist? 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 Gut. Call Response nochmal weiter mit Gesang. Ich meine aber diesmal mit Klavier dazu, okay? Ich mach vor. Auf dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Ihr. Auf dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Jane.
Gut, zusammen. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wäre. Darum, Menschen, achtet und trachtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne kreist? Nochmal. Nach dieser Erde. Auch wenn ich sie nicht richtig gerade gemacht habe. Ja. Vielleicht nochmal hören, wenn ihr noch nicht sicher wisst, wie es geht. Sehr schön, ne? Das wird auch ein Kanon. Unsere Kanonzeit. So, meine Stimme gegen Rassismus nochmal. Ihr merkt, dass es gleich mehrstimmig ist. Mehrere Stimmen. Wir singen ganz normal, wie wir es immer machen. Aber ich möchte am Ende, dass wir mehrere Stimmen gleichzeitig singen können. Gut. Und deine Stimme, unsere Stimmen schweigen nicht. Alle Stimmen, die heute singen, zeigen ihr Gesicht. Und meine Stimme, deine Stimme, unsere Stimmen schweigen nicht. Jetzt weiß ich wieder. Ich hoffe, ihr wusstet es auch noch. Ja, jetzt kommen wir schon zu unserem Zusatzsong. Den mache ich zu Hause am Klavier. Genau, und ich habe einen Wunsch an die Viertklässler. Ich weiß nicht, wann wir uns sehen. Es kann echt noch dauern. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Viertklässler, wenn wir die Zeit haben, dass sie sich einen Song wünschen dürfen. So, jetzt dürft ihr mir schreiben, die Viertklässler, die von der Schule gehen, ob ihr einen bestimmten Song habt, den ihr gerne singen wollen würdet. Es werden jetzt wahrscheinlich mehrere Songs kommen, daher werde ich dann im Endeffekt dann
unter diesen Songs entscheiden, was für uns alle möglich ist, ne? Also, was man gut singen kann. Es darf auch nicht zu tief sein, weil wir haben ja eher höhere Stimmen oder mittlere. Und es darf natürlich auch nicht mega hoch sein. Und am besten ist es etwas auf Deutsch oder auf Englisch. Ja? Also schickt mir in den nächsten 2 Wochen was, damit ich die Noten suchen kann und den Text und wir das dann die nächste Zeit dann üben können. So, wir sind wieder zu Hause. Jetzt kommt das Lied, das letzte Lied, Zusatzlied. Alle Vögel sind schon da. Ihr singt die hohe Stimme, ich singe die normale Stimme. Eure Stimme war alle Vögel sind schon da. Ich beginne mit euch zusammen. Ich bin unten, ihr seid oben. Und alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirelieren. Frühling will nun einmarschieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut!